Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 mit mir dem Agrafen-LP. Und ja, heute wollen wir ein bisschen säen. Und deswegen werden wir hier mit unserer riesengroßen Kinzelsämaschine mal ein bisschen übers Feld ackern. Aber was ich mal noch einstellen muss, das bitte ich kurz zu entschuldigen. Na, nee, Quatsch. Ja, muss ich das umstellen? Ja, das stimmt schon sogar. Ah, jetzt. Gut. Jetzt kann es weitergehen. Hier einen großen Magnum vorgespannt. Das dürfte ausreichen. Mal sehen, ob wir das Feld in dem Port fertig kriegen. 10.000 Liter gehen in der Sämaschine. Habe ich jetzt was stehen gelassen? Ihr merkt schon, die Sämaschine ist ausgelegt für riesengroße Sämflächen. Also durften wir ja nicht allzu lange dran zu tun haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie direkt Saat hat, aber ich glaube eher nicht, sonst hätte ich das Feld ja nicht gekrubbert. Aber die Spurreise hier an der Seite, die sind schon mächtig. Ah, da gibt's FWS-Einbrüche. Deswegen mache ich die jetzt mal wieder rein. Also, es dauert ja definitiv nicht lange, das Feld fertig zu sehen. Wir haben ja auch noch oben das Feld. Das müssen wir auch noch sehen. Große Sämaschine. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter die macht. Aber viel Geld hat es auf jeden Fall gekostet. So. Ja, in der nächsten Reihe haben wir dann schon die Hälfte vom Feld fertig. Oder fast fertig. Also ihr merkt schon, es geht alles ziemlich schnell. Ist ja eine Sämaschine, die vorwiegend in den USA genutzt wird für die Felder. Also schon was Größeres. Ah, die passt farblich ja gut zum Magnum oder zu Case generell. Und deswegen habe ich die einfach mal mit reingenommen. So. Jetzt lassen wir wieder was stehen. Müssen wir noch fix wegmachen. Das kann ich jetzt so stehen lassen. So. Jetzt kommen wir ein bisschen in Perspektive fahren. Oder auch nicht. Was wir aber definitiv machen können, wenn wir nachher auf der Straße fahren, da kann man ja die Warntafeln ausklappen, die der Magnum hier so wunderschön an der Seite dran hat. Für extra große Überbreite und das USA-Gerät hinten dran, das ist schon sehr breit. Denke ich mal, nicht weiter für deutsche Straßen ausgelegt. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann ich nur drüber spekulieren. So. Haufen Geld ausgegeben für das Saatgut, aber reicht noch definitiv für andere Sachen. Spritzen müssen wir dann als nächstes noch und dann werden wir dann auch schon im nächsten Part ja ernten. Ist nicht mehr lange hin. Nur noch ein bisschen Geduld, dann habt ihr es auch geschafft. So. Aber das geht ruckzuck hier. Stellt euch mal vor, wir müssen
Feld 13 damit bepflanzen. Das geht genauso ruckzuck. Oder Feld 14. Ganz rechts am Rand. Im Osten. So. Und ich denke mal noch so zwei, drei Faden müssen wir mit dem Maschinchen hier unten dran machen. So. Persönlich oder privat habe ich mit der Sämaschine ja noch nie gespielt. Also, das ist schon ein neues Erlebnis. Mit so einer großen Maschine hier zu arbeiten. Aber definitiv ein absolut geiles Gerät. Kann man nicht bestreiten. Jetzt kann man hier mal Spaß und Spurreise ein bisschen runterklappen. Da braucht er noch so lange. Da tut er nur ganz leicht hier anzeichnen. Mal sehen, ob er das noch im einen Arbeitsgang hier wegbekommt. Genau. Was mir aufgefallen ist, wir müssen das, die Cosplay-Kursrouten noch mal neu machen. Die sind irgendwie verloren gegangen, wenn er jetzt mal hier schaut. Sind die nicht mehr da. Die müssen wir neu legen, das war aber kein Problem, das könnten wir jetzt anschließend gleich machen. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Aber dann nicht so viel zu fahren, wenigstens die zwei Routen hin und zurück könnte man aufzeichnen. Ich versuche jetzt hier, ja, jetzt wird die Bahn langsam enger. Da müssen wir dann noch mal fahren. Theoretisch müsste das aufgehen, aber wir haben da mittlerweile schon ganz schön viel weg übrig gelassen. Und deswegen passt das ja nicht so ganz genau. So. Oh ja, am Baum hängen geblieben. Ha, die Spurreiser, die sind cool. Ich finde die voll episch. So. Jetzt sind wir ja auch schon am Ende. So, dann einmal zusammenklappen, das gute Stück. So. Jetzt ist die Straße bereit. Aber jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie klappt man denn nochmal die Seitenspiegel aus, die Seitenteile. Frontkraftheber. Nee. Ah, hier. Genau. So. Dann kann's losgehen. Gut. Wir legen hier einen Cosplay-Kurs. Die Sämaschine, die schlenkert ganz schön hinten her. So. Boah, die schlenkert. Meine Güte. Haut uns ja dann bald ab. Das ist nicht normal, die hat irgendwie kein Eigengewicht. Mal sehen, ob es da schon eine neuere Version davon gibt.
Jetzt auch mal vorsichtshalber der Plänger an. Weil die hat wirklich sehr viel Überbreite hier. Jetzt hänge ich ja fest sogar noch. Oh Gott. Also ich glaube, das müssen wir andermal nochmal machen mit dem Cosplay hier. Sag mal, was hänge ich denn jetzt hier? Gibt's doch nicht. Die schlenkert hier rum, hier hinten dran, das nervt. So, Auto, zisch ab hier. Meine Sehmaschine. Das ist nervig. Nur wegen der dürfen Sehmaschine hier hinten dran. Zögern wir uns jetzt. Ob das mit dem Cosplay kostet, tue ich dann nochmal sauber machen, weil die hat ja absolut null eingewischt. Das sieht man ja auch. So. Warnblinker lasse ich an. Boah. Zuckt die hinten noch, oder was? Gibt's doch nicht. Ich müsste die vielleicht auch anheben. Bitte, die haut mir hinten ab, ja. Oh, klar. Ach, Mann. Ja, wir haben doch schon noch ein bisschen Zeit. Ja, sag mal, was soll denn das? Das ist ja nervig. Jetzt klappen wir die schon mal aus, weil die brauchen wir sehr, sehr lange. So. Dann setzen wir hier ein. Und dann kann es ja auch schon losgehen. So. Einmal Spurreiser, Quatsch, Vorntafeln einklappen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und dann Mais sehen. Da hat sie dann schon ein bisschen mehr eingewischt. Das würde ich gerne noch in dem Part fertig machen. Und dann werde ich wahrscheinlich alleine nach Hause fahren. Oder offline nach Hause fahren. Da ich euch das ja nicht unbedingt so gut antun muss. So. So. Da haben wir uns zwei Zügen des Feldes schon fertig. Oder halb fertig, über der Hälfte. Uah. Immer hängen geblieben. Nee, das machen wir nicht nochmal. Das machen wir mal ein bisschen anders hier. Viel Zeit ist nicht mehr, aber hinkriegen sollten wir es. Ist ja nicht so groß das Feld. Aber wenn ich schon so viel auslaste, bringt es auch nichts.
So. Und dann schafft man das Feld ja am nächsten Zug auch noch. Und dann würde ich schon mal meinen berühmten Satz sagen. Oder meine berühmten Sätze. Abonnieren, liken und Feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen bitte in den Kommentarbereich. Und ja, Leute, dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis nächstes Mal dann zum Spritzen. Genau, und dann verabschiede ich mich von euch. Ich werde jetzt noch offline nach Hause fahren. Also, macht's gut, Leute. Tschüss.